In der Toten Stadt geht es um einen Mann, der vor ein paar Jahren seine Frau verloren hat, die er wahnsinnig geliebt hat, und diesen Tod nicht verwinden kann. Und er lebt jetzt ganz stark in der Vergangenheit und hat sich, wie er das nennt, die Kirche des Gewesenen eingerichtet in seinem Haus. Und dort hat er ein Porträt seiner Frau und hebt ihre Haare auf und lebt also irgendwie mit der Toten. Und eines Tages begegnet er auf der Straße einer Frau, die genauso aussieht wie seine Verstorbene, und ist ganz glücklich, lädt sie zu sich ein. Und dann beginnt ein langes Hin und Her zwischen der Lebenden und der Toten, die ihn nicht loslassen will oder die er nicht loslassen kann, bei dem er ziemlich durchdreht. Die Geschichte hat für mich sehr viel mit Psychoanalyse zu tun, mit Freud. Die Idee liegt eigentlich auf der Hand, denn es stammt aus Wien, das Stück, und es ist genau in der Zeit entstanden, wo Freud in Wien gelebt hat und wo er die Traumdeutung geschrieben hat. Ende der 10er Jahre, 1920 ist uraufgeführt worden. Und für mich ist dieser ganze Prozess, durch den er da geht, der Protagonist, eigentlich wie eine Psychotherapie. Und alles, was Paul dann im zweiten und im dritten Akt erlebt, sind Erlebnisse, die ihn irgendwie von dieser Fixierung auf die Tote befreien sollen. Ich finde die Oper, so wie wir sie jetzt hier spielen, richtig spannend, und man kann es wie einen Krimi sich anschauen. Man muss sich einfach reinsetzen und darauf einlassen, und ich glaube, es ist sehr unterhaltsam. Es ist ein spannender Abend.